Liebe Leute, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Dr. Alzheimers Academia Magica und heute zeige ich euch wieder mal, was bei mir in der Post war. Ich habe nämlich Post bekommen vom lieben Stefan von MTG Box, der auch einen schönen kleinen Kanal betreibt und den Link zu dem Kanal findet ihr hier oben. Der Stefan von MTG Box hat mir zuletzt auch schon mal ein Päckchen geschickt. Da habe ich mir nämlich von ihm Commander Deckboxen gewünscht, die er so wunderschön macht mit seinem 3D-Drucker. Da ist ein absoluter Crack, der macht da die tollsten Sachen. Und diese beiden Boxen, die fand ich so cool, dass ich noch weitere Boxen geordert habe. Und ich habe euch die beiden Boxen und ein paar andere Sachen hier oben beim letzten Video zu dem Thema vorgestellt. Und heute will ich mit euch mal reinschauen, was in meiner neuen Bestellung drin ist. Ich guck mal hier, jawohl, dass da jetzt nicht alles rausfällt. Es ist ja so, das Thema Deckboxen ist ja so ein Thema für sich. Die Leute schwören auf ihre eigenen Lösungen. Ich habe bisher immer sehr billige Lösungen genommen, das billigste, was eigentlich gerade da war, weil ich irgendwie 2,5 Millionen Decks habe und das wird dann sonst abartig teuer. Aber gerade bei den Commander-Decks habe ich gesehen, die meisten Sachen haben mir nicht gefallen oder waren mir zu teuer. Die Sachen, die mir gefallen haben, wollte ich nicht bezahlen. Die Sachen, die ich bezahlen konnte, haben mir nicht gefallen. Und so habe ich dann gesehen, dass der Stefan da ganz tolle Sachen für einen sehr fairen Preis macht. Und da will ich mit euch mal drüber schauen heute, was er mir da geschickt hat. Man kriegt aber immer so ein bisschen Merchandising und so ein bisschen Zusatzmaterial. Da ist zum Beispiel auch dieses Ding drin. Ich habe da jetzt gerade kurz drüber gerätselt, als ich die Packung aufgeschnitten habe, was das sein könnte. Und dann habe ich gesehen, das ist möglicherweise ein Aufsteller für so einen Toploader. Und diese wunderschöne Kamigawa Neon Dynasty Länderkarte Full Art Foil hat er mir noch dazu geschickt als ja, kleines Gimmick. Wahrscheinlich, weil er gesehen hat, wie sehr ich diese Länder liebe und wie fantastisch ich die finde. Und dann hat er mir dazu noch diesen kleinen Ständer gebastelt. Was ich total genial finde. Hammer, eine super schöne Aktion. Und jetzt räumen wir mal dieses Päckchen hier aus zusammen und schauen mal, was da drin ist. Noch ein Aufkleber. Machen wir es mal vor. Eins, zwei, drei und vier. So. Super verpackt. So, also, die Decks, die ich euch bisher gezeigt hatte, die Deckboxen, das waren Decks, in denen Schwarzanteile drin waren und deswegen hatte ich diese Decks als schwarze Boxen bestellt. Dann habe ich ihm beim nächsten Kontakt gesagt, ich finde die Boxen so genial, ich will unbedingt mehr haben, aber mein Problem ist, ich brauche die in den Farben der Decks. Ich habe Mono-Blaues, ich habe Mono-Rotes, ich habe Mono-Weißes und ich habe eins, das ist Grün-Weiß und möchte das gerne in Grün haben. Und dann sagt er, pass auf, wenn dir die Deckboxen gefallen, die ich dir geschickt habe, dann können wir danach noch mal eine Order machen und dann lasse ich meinen Drucker die ganze Woche rund um die Uhr laufen und besorge farbiges Plastik für dich und dann bekommst du auch die Deckboxen von mir in der Farbe, die du dir wünschst. So, bevor wir uns die Deckboxen anschauen, schaue ich mal kurz hier rein. Das ist wahrscheinlich diese eine Karte hier. Die ist so geil. Jawohl. Sehr schön, traumhaft. Die sind so schön, diese Länder. Der schönste Full-Art-Landzyklus ever. Tut mir leid, es gibt viele Leute, die sehen das nicht so. Es gibt aber auch sehr viele, die teilen meine Liebe. Nicht wahr, lieber Patrick? Ja. Der schönste Full-Art-Länderzyklus ever. Ich habe mir ganz viele davon besorgt und die auch alle schon in meine Decks gepackt. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Nehmen wir mal die weiße Box zuerst. Also, er macht das immer so. Ihr kriegt auf der Seite hier das Logo, das Magic-Logo. Ja, hier so sieht man es ganz gut. Ne? Das ist hier so eingefräst und so wie das typisch ist für 3D-Druck, hat man hier solche Drucklinien. Da bekommt ihr nichts zu sehen. Auf der anderen Seite ist nochmal das Logo von Magic und das Tolle ist, hier vorne habt ihr ein Fach, da könnt ihr euren Commander reinmachen. Da habt ihr ein Fach, da könnt ihr eure Tokens reinmachen und hier oben könnt ihr jeweils ein bisschen customizen. Der erlaubt euch sein System, ich muss mal ganz kurz das Licht ändern, jawohl, da erlaubt euch sein System, sein Drucksystem, ein persönlich gewähltes Logo aufzudrucken, das zu eurem Deck passt. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Engeldeck. Ich hole das gerade mal
Ich habe das ja zuletzt auch in einem Video vorgestellt, meine ganzen Commander-Decks in der Kurzausgabe. Hier oben kommt der Link zu dem Video. Und ich dachte mir, da ist jetzt mittlerweile so viel an Energie und Herzblut reingeflossen, die können auch mal eine vernünftige Deckbox bekommen. Und da haben wir vorne den Commander, das ist Lyra Dawnbringer. Zack, passt perfekt rein. Sieht auch super aus. Und dann haben wir das Deck. Das ist so ein Träumchen, oder? Fantastisch aus. Absolut klasse. Tokens habe ich hier noch keine drin. Und das ist das Logo, das ich mir für das Engeldeck ausgedacht habe. Ein geflügeltes Schwert, finde ich, passt ganz gut. Und der Stefan hat das so gemacht, dass hier drin auch so ein gewisser Druckpunkt ist, sodass man da immer auch einen gut befestigten Deckel drauf hat. Testen das mal. Jawohl. Genau. Schön fest. Ja, das ist das Engeldeck. Und ich finde das absolut geil. Absolut geil, was der hier gemacht hat. Super. Wunderbar. Ein absoluter Traum. Stelle ich mal hier so hin. So. Jetzt gucken wir uns mal das zweite an. Was für ein knalliges, geiles Rot. Hammer. Das geht so ab hier. Da kriege ich hier ganz komische Farben auf dem Video. Das ist mein Päckchen, meine Deckbox für Lovisa Coleyes. Und das ist bisher in so einer hässlichen Box. Nennt sich The Horde. Passt auch irgendwie ganz gut, ne? Lovisa, eine super, super coole Frau hier mit ihrer Axt, die hier sitzt und dich herausfordernd anschaut. Hammer. Wunderschöne Karte aus Cold Snap. Zu der habe ich ein Video gemacht. Hier oben kommt das Video. Und das ist schon eine Weile her. Da habe ich das Deck angefangen. Mittlerweile ist es viel besser und viel, viel, ja, etablierter. Aber ist natürlich klar, so Mono-Rot ist schwierig zu spielen. Das kann man 1-1 ganz gut spielen. Aber sobald man es in Multiplayer spielt, ist es ein bisschen heftig, das durchzuziehen. Und da habe ich dem lieben Stefan so eine, ja, Wikinger-Logo gegeben. So ein Helm mit gekreuzten Äxten, finde ich, passte ganz gut. Und dann lass mal die gute Lyra mal reingleiten. Ja, geil. Lyra, habe ich gesagt. Lovisa. Cold Eyes. Super schön. Und das wäre ein alternativer Commander. Natürlich, klar, der gute Torbran. Den machen wir mal hier hin. Der bleibt eigentlich im Deck. Zack. So kommt es rein. Ja. Wollte mal kurz reinschauen ins Deck. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gar nicht vorgestellt, was da alles drin ist. Der Torbran wäre ein alternativer Commander. Allerdings ist das Deck sehr stark auf diesen Effekt Barbarenkrieger und Berserker, bekommen plus 2 und haben Eile ausgerichtet. Deswegen ist das Deck voller Krieger, Barbaren und Berserker, die sich auch gegenseitig pumpen, die sich gegenseitig billiger machen, die gute Effekte haben, womit man ordentlich Schaden machen kann. Ja, also es macht Riesenspaß, das zu spielen. Gerade im 1 gegen 1 ist das so ein richtig spaßiges, lustiges Deck. Ich habe es noch nie Multiplayer gespielt, aber ich glaube, da geht dem Deck relativ schnell die Luft aus, obwohl auch eine ganze Menge Karten drin sind, die Karten ziehen lassen und sich auch im Late Game noch auszahlen. Aber insgesamt ist es einfach ein super witziges, monorotes, aggressives Deck mit ganz vielen Schadenszaubern, Sachen, die Kreaturen pumpen und die spaßige Effekte im Spiel machen oder eben die Berserker und die Barbaren und die Krieger stärker erscheinen lassen oder eben auch rote Sprüche noch stärker machen und zusätzlich rotes Mana machen. Also alles so ein bisschen, was Rot so kann, in besonderer Auswahl. Ich habe da eine ganze Weile gesammelt und gesucht und habe natürlich auch hier nur die schönsten Länder reingemacht, die es so gibt in Rot. Da ist eine Menge an schöner Länder drin. Ein paar sehr, sehr schöne, also gerade vor allem hier dieses Odysseeland ist super cool. Aber auch hier, guck mal, die Gebirge vom alten Kamigawa. Absoluter Traum hier oder dieses Onslaught-Gebirge. Ja, und eben wie gesagt, alles voller Barbaren und Berserker. Und die kriegen alle durch Lovisa schöne Effekte, nämlich Eile und plus 2. Hier haben wir das wunderschöne Gebirge aus Kamigawa. Hier ein sehr schönes Gebirge aus Dominaria. Ja, das ist einfach ein Spaßprojekt. Das habe ich vor allem damals gemacht, weil ich meinem Kleinen hier ein Deck basteln wollte, dass er leicht spielen kann, dass einfach zu spielen ist und dass ihm richtig viel Spaß macht. Und das wird er mit diesem Deck hier immer haben. Und das ist eine Karte, mit der wir das Spiel gewinnen können. Haben wir auch schon mal gespielt. Alle Kreaturen ertappen, bis zum Ende des Zuges Kontrolle übernehmen und Eile geben und damit
Auch im Multiplayer gewinnen können. Das ist eine ganz wichtige Karte hier drin. Es sind noch eine Menge anderer wichtiger Karten drin. Ja, ich denke, ich kann das jetzt hier nicht vertiefen, aber ich hoffe, es macht euch Spaß, kurz reinzuschauen und das mal zu genießen hier, dass ihr mal was von mir seht, was rot ist. Es sind natürlich ein paar Klassiker drin in rot, was sich da gehört, was man da braucht. Und naja, ist wirklich tatsächlich ein reines Liebhaberprojekt gewesen. Hat sich auch schon ein paar Mal bewährt. Hat auch schon sehr viel Spaß gemacht, kann natürlich auch glorreich verlieren, wenn das Spiel lange geht. Ja, alles voller Barbaren, Berserker und Krieger. Ich glaube 40 Stück insgesamt. Dazu viel Direct Damage, rotes Kartenziehen und rotes Mana. Kommt hier rein, passt schön. Schöner Druckpunkt, fertig. Sieht top aus. Das blaue Deck, das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Ich zeige euch jetzt nicht nochmal alle Decks. Ich glaube, das rote hatte ich euch beim letzten Mal nicht gezeigt. Aber wir gucken uns die Box an. Auch hier wieder blau von der Seite. Von allen Seiten blau. Hier auch das Logo von Magic drin. Und hier oben haben wir einen Lobsterman. Geil. Sau witzig. Hat mir irgendwie gefallen, die Idee, hier so einen großen Shrimp drauf zu machen, so eine Art Seafood Massacre. Und dazu gehört dieses Deck. Vorne drauf kommt unser Netzahal Primal Tide, mein absoluter Lieblingscommander in Blau. Die Krypta Graveyard Hate kommt hinten rein, spiele ich nicht jedes Mal. Und das blaue Deck. Ja, schaut gut aus. Passt. Lobsterman drauf. Sehr schön. Top. Absolut klasse. Wow. Das ist ein Riesenspaß. Das sieht so gut aus. Letzte Box ist die grüne. Da haben wir das Celestia-Logo. Ihr könnt das natürlich so customizen, wie ihr wollt. In dem Fall ist es eben sehr passend, weil das Deck ist Celestia-Farben, habe ich ja auch beim letzten Mal gezeigt. Mein Selvala-Deck. Passt super schön farblich zusammen. Ein Traum. Ich bin begeistert. Die kommen hinten rein. Die spiele ich nicht immer. Und das kommt da rein. Super cool. Ich bin begeistert. Also Stefan, das ist ein Hammer. Ein absoluter Hammer. Jetzt kommen die beiden vom letzten Mal noch dazu. Der Kobold und Sir Gwyn. Ja, und jetzt haben wir hier so eine richtig schöne Commander-Deck-Galerie. Das sind jetzt alles Decks, die ich selbst gebaut habe. Die Decks, die ich gekauft habe, die pre-constructed Decks, die sind nicht in diesen Packungen, die sind in ihren Originalpackungen zum Teil noch drin. Aber ich muss sagen, ich bin super begeistert. Alles einheitlich systematisiert, passt super zusammen, schaut super aus, hat alles die gleiche Größe, lässt sich super stapeln oder auf eine andere Art und Weise nutzen, archivieren. Jawohl. Also, ich bin begeistert. Das ist echt genial geworden. Daumen hoch. Ich schreibe dir gleich nochmal wegen der Abwicklung von allem Weiteren. Und ja, Leute, wenn ihr Lust habt auf kleine Ausflüge ins Oldschool, Besuche in den frühen Jahren der Magic-Geschichte, den 90ern und den 2000ern, dann bleibt hier dran, denn demnächst kommen wieder mehr Sachen. Ich habe einiges in der Pipeline, einiges vorbereitet. Vielleicht auch das eine oder andere Set-Review, auf das ihr euch freuen dürft. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.